Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mit einem neuen Bike und einer Annika ist auch am Start. Komm mal her. Nee, bei Frauen kann man auch schon mal eine Umarmung machen. Das ist nett. Ich werde heute zum ersten Mal deine EXC fahren. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin einmal EXC gefahren, das war die von Sören. Da hatte die noch Stollenreifen und so. Das ist jetzt ja hier richtig super Moto-Umbau. Bin super gespannt. Wir machen bei ihr auch noch ein Video, wo sie ein bisschen was zu ihrer Wheelie-Geschichte erzählt und wo du mir auch noch mal ein paar Tipps gibst. Gott. Vielleicht ein, zwei, was ich besser machen kann. Ja. Das wird auch jetzt für mich gleich wieder super weird sein, weil bei einer Triumph muss ich echt immer richtig viel Drehzahl geben. Stimmt, da hab ich auch ein bisschen Angst jetzt, wenn du jetzt gleich... Und bei der ist das halt so gar nicht gefühlt. Ja. Ich taste mich da ganz leicht in diesem Video ab und zu auch mal ran. Die Fortschritte seht ihr dann gleich bei dir. Und ich fahre hier auf jeden Fall gleich mal ein, zwei Runden und kommentiere das ein bisschen. Wir können ja noch einmal kurz rangehen, einmal kurz schauen, was hast du denn überhaupt? Du hast jetzt ja einmal dein Design von DCC am Start. Also genau. Recht, habe ich gerade eben schon gesagt, recht simpel oder nicht simpel, aber recht schlicht. Also es ist eher... So ein Mittelding halt. Es ist jetzt nicht übertrieben vollgepackt. Du hast viel auch noch schwarz einfach. Und dann kommen halt wieder Akzente und so weiter. Warum der Alien hier? Warum das da? Das haben mich tatsächlich richtig viele gefragt. Ich weiß es selber nicht. Ich habe mir irgendwelche Bilder, glaube ich, auf Instagram irgendwie angeschaut und irgendwie kam ich dann auf den Alien-Kopf, weil ich da einen gesehen habe, der übelst cool aussah. Dachte ich mir, geil. Geil. Wie lange hast du das Motorrad jetzt schon? Ich glaube 2 Jahre, 2,5, bin mir gar nicht sicher jetzt. Davor war es ja auch ein Enduro, der habe ich dann umgebaut. Ich habe hab das Fahrwerk einstellen lassen, ich habe eine Supermoto-Gabel drin und halt so Kleinigkeiten. Also richtig was gemacht noch? Also die Maske, die frisst hier irgendwie schon ein bisschen. Ja, also was ist das da? Ich habe hier auch eine Birne verloren. Aha! Das ist aber hier... Abblendlicht, aber... Na gut. Dafür fährt sie natürlich nur am Tag, ist ja klar. Super kleine Hebel hier auch, aber das ist, glaube ich, normal bei der EXC. Ja. Werde ich ja wahrscheinlich gleich mit zwei Fingern rangehen. Ja, ich würde sagen, ich steige einfach gleich mal auf. Ich ziehe mir noch kurz was an. Und dann sehen wir uns auf dem Motorrad. So, ich sitze schon mal drauf. Sitzposition ist natürlich ein bisschen anders als bei der Triumph. Ja, natürlich kommt jetzt wieder ein Zug, wie immer. Ich hoffe, das funktioniert mit der GoPro jetzt vernünftig. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen warm. Und let's go. Ein bisschen Gas. So, die ersten Meter auf der XC. Ich hoffe, ihr könnt vernünftig gucken. Ich bin super gespannt. Annika hat, glaube ich, ein bisschen Panik, kann ich auch verstehen. Fühlt sich aber jetzt schon wieder richtig geil an. Ist natürlich, das hier ist natürlich nochmal richtig super, super Moto, würde ich mal behaupten. Also klar, eine SMCR und so weiter, geil, aber das hier umgebaut ist natürlich schon mal wieder richtig schmackig. Ich hoffe, Annika filmt jetzt gleich, wenn ich schön vorbeifahre. Einfach, dass ihr den Sound mal hört. Ah, oh Mann. Irgendwie jetzt habe ich schon wieder Bock auf Supermotos. Irgendwie, als ich jetzt auf der Triumph unterwegs war, hatte ich mega Bock, tatsächlich auch einfach wieder Naked Bike zu fahren. Ich muss vielleicht einfach so das Mittelmaß einfach beides haben. Die Bremse funktioniert tatsächlich alles sehr, sehr gut. Die ist halt super leicht, ne? Geil, das macht schon wieder Spaß. Geil, das ist ja schon nice. Also ich warte gerade eben schon, das ist doch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr als so eine SMCR oder so. Das ist dann schon richtig. Aber du fährst sie noch sehr untertourig, ne? Ja. Ja. Ich dachte, ich soll sie warm fahren. Ja, ja, ist ja richtig. Ach so, ich kann auch mal aufdrehen. Okay, jetzt habe ich Angst. Ja, es funktioniert. Ich kann Wheelies, ganz klar. Wow! Beste Leben! Geil! Das ist ja richtig easy mit der. Das ist ja richtig geil! Hat die auch Dampf? Das war voll gut, oder? Ja, ich hatte trotzdem ein bisschen Angst, aber... Also jetzt mal no joke, ja. Der war jetzt nicht so schlecht. Wie hat es sich angefühlt? Sicher? Voll easy.
Auch sicher? Bremst du eigentlich schon? Ja, ja, okay. Ich bremse eigentlich immer, sobald ich schon hochgehe, immer so, dass ich ganz leicht drin bin. Bin ich schon beruhigt. Ich hatte richtig Angst. Auf jeden Fall danke, dass ich die fahren darf, auf jeden Fall. Ich fahre auch gleich noch ein, zwei Runden. Ja, aber das ist schon anders, anders. Also SMCR oder so bin ich ja auch schon jetzt gefahren. Und im Vergleich zu David seiner? Auch nochmal anders. Ich finde die nochmal geiler tatsächlich. Ich finde, Davids geht so extrem ruppig hoch. Also, der hat auch eine andere Übersetzung. Ja, ja, genau. Der hat hinten so ein Kettenrad gefühlt dran. Und da machst du zweiter Gang Kupplung und... Ja, und das hier ist schon entspannt, ne? Ja, genau. Du hast schon auch richtig Zug dahinter. Ich denke mal, wenn man ein richtiger Stuntrider ist oder so, ist das, was David hat, dann nochmal vielleicht geiler. Oh. Heilige Scheiße. Richtig hoch gerade. Ich habe schon gesagt, mehr Wheelies gibt's bei dir im Video. Es macht schon wieder super viel Spaß. Zieh mal kurz meinen Helm ab. Ja. Komm mal kurz her, Annika. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. So. So. In welchen Gang bist du denn gewheelt? Im zweiten. Im zweiten, ja. Ich mache im dritten. Im dritten. Ich bin auch gerade eben, wollte ich im dritten anfahren. Ja, ich habe gerade eben schon, ich bin jetzt glaube ich doch wieder zum Entschluss gekommen, vielleicht, ich bin auf der Straße mehr bei Naked Bike, letztendlich gibt mir das irgendwie mehr, aber so eine Spot-Maschine, nur für einen Spot, irgendwie hat das schon was, aber dann auch wirklich nur Spot, also dann ist es aufwendiger, dann muss man halt einfach auch mit dem Auto dahin fahren. Ja, du hast ja die Möglichkeit. Genau, ich habe die Möglichkeit, dann ist das halt so. Darauf könnte ich mich einlassen und vielleicht wird es dann ja sogar ein bisschen günstiger, wenn du nicht unbedingt diese Straßenzulassung und so weiter brauchst. Ja. Also ich werde mal schauen, das hat schon wieder super viel Spaß gemacht. Freut mich. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt bei dir noch ein Video auf. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mal ein paar Einblicke jetzt mit der EXC. Was hängt eigentlich für ein Kabel unten? Das bremst ja, oder sowas, ne? Ja, das ist eins ist aus, weil es sonst schleift. Ah, na gut, wer kennt's nicht. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal eure Kommentare in die schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie wär's denn mit einer Stuntmaschine? Und jetzt nervt uns schon wieder ein Zug, aber egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, danke Annika. Gerne. Und ciao.